Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns hier in der Sobo-Ebene hauptsächlich umgesehen, haben da einige Crocs mitgenommen, wie wir hier sehen können. Wir haben auch einen Leuendon besiegt mit einer Lanze und auch eine weitere Erinnerung haben wir uns abgeholt, und zwar die hier so an diesem Ort ungefähr. Die wahrscheinlich beliebteste Erinnerung von allen, zumindest unter den männlichen Spielern. Und zwar nicht wegen tollen Persönlichkeiten der Charaktere oder so, sondern wegen Zeldas Arsch, ganz ehrlich. Ach man, ey, dass das Internet aber auch immer so notgeil sein muss. Ich fand die Erinnerung auf jeden Fall auch sehr schön und aber auch witzig und lustig und auch ganz süß, und ich werde sie lieber deswegen in Erinnerung behalten. Aber na gut, muss jeder selbst entscheiden, warum er die Erinnerung in Erinnerung behalten will. Aber na gut. Auf jeden Fall. Jetzt in diesem Part wollen wir uns dann dem nächsten Gebiet widmen, uns mal der Ulmo-Anhöhe. Das wird auch gar nicht mal so einfach werden, glaube ich, hier wirklich alles zu entdecken, weil es hier sehr, sehr viele Bäume gibt, die einzeln irgendwo rumstehen. Und ich müsste eigentlich auch wieder zu den meisten Bäumen eigentlich hinlaufen und mir die angucken, um da wirklich dann alles hier sehen zu können. Ich will auch wieder ein paar von denen vielleicht umnieten, um mir ein paar weitere Holzbündel dann abzuholen. Kann man sich ja hier wirklich sehr, sehr einfach abholen. Und was mir übrigens auffällt, was ich auch kurz machen will, wieder mal Amiibo-Action. Und da wir jetzt dann eigentlich relativ ebene Gebiete vor uns haben, ich meine, die Ulmo-Anhöhe ist zwar eine Anhöhe, deswegen es geht so ein bisschen nach oben, aber nicht wirklich steil, kann ich dann sogar gleich auch wieder Wolfling benutzen, hatten wir jetzt nämlich schon länger nicht mehr. Auf jeden Fall, hier finden wir erstmal wieder einen Gerudo 2 Hinder mit mehr Haltbarkeit. Ich habe auch noch Platz, deswegen ich nehme dann mal gerne mit, okay, ich mache mal ein paar von den Fässern vielleicht mal schnell kaputt, obwohl da eh nur das Übliche drin sein wird, Rubine, Äpfel und so ein Gedöns. Da ist ein Fünfer zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich nie so wirklich wert, die Fässer kaputt zu machen, finde ich. Das sind nur wirklich mal so ganz, 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 ganz kleine Boni. Aber auf jeden Fall, dann will ich noch kurz gucken, was mir denn Link so bringt. Wenn mir jetzt Link Epona bringt, dann werde ich Wolfling nicht benutzen, dann nehme ich lieber Epona. Und, ne, es sind auch wieder Früchte und dann halt wieder mal eine Truhe, okay? Ich will erstmal die ganzen Früchte holen, bevor die hier nach unten rollen. Das ist irgendwie echt doof, dass ich jetzt wirklich schon so lange nicht mehr von der Link-Amiibo Epona bekommen habe. Würde ich echt gerne mal wieder bekommen. dass ich die dann auch mal registrieren kann, die Epona, und dann für immer mir herholen kann. Das wäre echt ganz cool. Naja, auf jeden Fall 5 Feuerpfeile. Genau. Und dann eben noch kurz... halt falscher Knopf. So. Yay, wieder mal Wolfling. Hallöchen. Gut, dann gehen wir wieder gemeinsam auf Reise. Denn wie gesagt, hier kann er wirklich immer gut mitkommen und auch alles mit mir gemeinsam erkunden, weil es geht zwar jetzt ein bisschen nach oben, wie gesagt, aber wirklich klettern muss man dann hier nicht, und deswegen, er kann eigentlich auch überall hinkommen, wo auch ich hingehe. Deswegen, er ist hier wirklich ein guter Begleiter, denke ich mal, und wird mir hier bestimmt eine große Hilfe sein, um hier alles zu entdecken. So, wir gehen erstmal, würde ich sagen, so in diese Spitze hin und werden uns dann hier wieder nach oben zurückarbeiten und dann hier eben versuchen, da alles zu sehen. Da hinten ist dann eben schon Schloss Hyrule. Das ist wirklich sehr, sehr groß auf Schloss Hyrule. Ah, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal übrigens. Schloss Hyrule selbst ist sogar auf einer Erhöhung so ein bisschen. Also muss man erst irgendwie nach oben klettern und dann kommt man da erst hin. Ich dachte, das ganze Ding hier wäre Schloss Hyrule, also auch schon diese Säulen hier. Aber die Säulen sind ja eher so außen dran. Tatsächlich. Ne, es ist wirklich nur das hier, Schloss Hyrule, offenbar. Sehr interessant. Ja, bin ich echt schon gespannt, wie das dann sein wird. Wenn wir dann wirklich Schloss Hyrule auch mal erkunden werden. Wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir mal dann soweit sind. Und dann mal zu Schloss Hyrule hingehen werden. Das dauert noch wahrscheinlich so ein paar hundert Parts oder so. Aber trotzdem bin ich schon sehr gespannt, wie dann das Finale hier in dem Spiel ablaufen wird. Wird, glaube ich, ganz cool werden. Ich will es aber auch nicht zu nah rangehen, weil ich da jetzt ein bisschen Angst habe, dass ich ansonsten irgendwie eine Cutscene triggere oder sowas. Da ist auf jeden Fall ein Hinox. Geh ich mal platt machen. Seid mal kurz. Ich will Wolfling sagen, dass er ruhig bleiben soll. Warte. Okay. So. Ich will mich erstmal jetzt den Hinox... Erst wieder schön, ja, ich meine, vielleicht kann ich ihn wieder killen, ohne dass er überhaupt was machen darf. Ich nehme für am besten wieder eine, ja, ich meine, ich kann entweder Lanze oder Zweihänder benutzen. Ich kann auch hier den Königszweihänder benutzen, das geht eigentlich genauso gut, weil ich kann einfach wieder den Zwirbler machen. Das mache ich sogar mal, das ist eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. So. Obwohl ich andererseits auch die Bestienlanze benutzen könnte, die wir beim letzten Mal bekommen haben von dem Hinox. Ja, nee, ich nehme sogar mal die, weil Lanzen sind schon mal da ein bisschen besser als Zweihänder, weil ich mit Lanzen nochmal etwas schneller zuschlagen kann als mit dem Wirbler vom Zweihänder. Deswegen mache ich das nochmal so. Und dann dürften wir hier keine Probleme haben und den wieder mal vielleicht schon killen, bevor er überhaupt irgendwas machen darf. Der arme Hinox. So. Er hat sogar gar keinen Beinschutz an seinem linken Bein oder beziehungsweise an seinem rechten Bein. Aber hier auf der linken Seite von uns aus gesehen. Deswegen kann ich hier wirklich ihn gut treffen. Nein, ich wollte doch aufladen. Warum ging's nicht? Ach man, ne. Hau ich ja jetzt noch ein bisschen? Ja, toll. Das lief ja jetzt so gar nicht nach Plan. Ich wollte irgendwie noch aufladen. Ich dachte, dass ich erst die Lanze einmal rausholen müsste, aber irgendwie hat Link sofort zugeschlagen. Ich dachte, ich müsste erst einmal rausholen noch und dann könnte ich erst aufladen oder so. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, ich war doof. Auf jeden Fall. Und na, lassen wir es einfach so stehen. Und werden da jetzt noch weiter draufhauen und dann hoffentlich gleich... Nicht auf den Beinschutz, nicht auf den Beinschutz. Und dann hoffentlich ihn gleich töten können. Das ist eine neue Waffe, die ich noch nie zuvor hatte, offenbar. Interessant.
Bin ich gespannt, was dann gleich sein wird. Wolfling hat auch schon einiges an Schaden genommen. ich will am besten kurz den Zeitlupen-Modus haben. Von hier aus kann ich den sogar aktivieren, oder? Okay, perfekt. Ja, das ist wirklich, man muss ja wirklich von gar nicht hoch wegspringen. Und hat mal wirklich keine Probleme und kann den dann jetzt schon töten. So, und... stirb. Okay. So, vielen Dank, Wolfling. Hast wirklich einiges an Schaden genommen, aber ich will dir mal nichts zum Heilen geben, da bin ich zu faul. Das ist mir zu kostbar, mein Zeug. Du kannst ja selber auf Jagd dann gehen. Oder ich meine, wenn hier irgendwas rumliegt, dann kann er es essen. Also habe ich schon den Röstkampf mitgenommen, das wollte ich gar nicht mal. Ja, den kann er mal haben. Den kann ich mal haben, weil der hat ja auch mitgeholfen. Ich gebe dir mal dann hier einen von den... Achso, nee, stimmt, ich kann die jetzt nicht mehr wegwerfen, stimmt. Ja, das war jetzt doof von mir. Ich wollte den eigentlich ihm geben, das tut mir jetzt leid. Aber hier den Röstbart kannst du noch haben und auch diese Röstforelle. Also das kannst du noch alles essen und die kann wieder ein bisschen hochheilen. Das ist eigentlich perfekt für ihn, genau. Auf jeden Fall. Das hier ist neu. Das sieht aus wie eine Königslanze sogar. Gibt es auch Königslanzen? Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt Königs-Einhänder, Königs-Zweihänder. Und es gibt auch... Na komm. Hallo. Ja, okay, fast. Königshellebarde ist quasi Königslanze eben. Genau. Bin schon gespannt, wie stark die dann sein wird. Dürfte bestimmt auch eine ganz ordentliche Stärke haben. Und dann hier das ganze Königszeug halt. Ich hab keinen Platz mehr dafür, für ein Königsschwert. Aber den Gerudo Zweihänder, der ist eh nicht so gut, finde ich. Deswegen werfe dann den hier weg. So, nimm lieber das Königsschwert mit. Mit 36 Stärke, ja. Und dann hier Königsbogen habe ich noch Platz. Deswegen nehmen wir mal mit. Und ja gut, anderes ist mir natürlich die eigentlich eher mitnehmen. Was kann denn die? 26 und mehr Haltbarkeit, das ist ziemlich gut. Diese prächtig gestaltete Waffe trugen Ritter, die repräsentative Orte wie den Audienzsaal bewachten. Okay, dann werfe ich doch das Königsschwert weg und nehme dann lieber die Königshellebarde mit. Okay, meine Lanze mit 26 Stärke und auch noch mit mehr Durchhaltevermögen, das ist schon relativ gut, finde ich. So, ich will mal hier ein bisschen einiges an Holzzeug haben. Genau, hier krieg ich sogar gleich drei Bündel von dem einen. Das ist ziemlich cool. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wenn ich hier irgendwo eine Explosion mache, so völlig mittig, dass einfach so halt Holzbündel rauskommen. Ich finde das immer noch total witzig und auch total doof. Aber gerade deswegen eben auch witzig. So. Okay. Ich meine, eventuell ist sogar unter diesen Holzbündeln irgendwo ein Stein zu finden oder so mit einem Croc. Das kann ja sogar sein. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, finde ich. Aber hier ist erstmal nichts. Ne, da ist ja wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber trotzdem machen wir noch kurz kaputt. So, weil gratis Holzbündel, vor allem wenn ich da eh einige brauche, das ist doch nicht verkehrt. So, hier ist dann das Ende von diesem Gebiet hier auch schon gekommen, hier an diesem Ort. Wenn ich nämlich jetzt weiter in diese Richtung entlang gehe, dann hört eben das Gebiet so offiziell auf. Und zwar, sobald wir nämlich hier dann weiter nach unten gehen, offenbar. Okay, also hier unten hört es dann auf, auch an diesem großen Fluss hier quasi entlang. Das ist wirklich ganz schön, dass das... Na, lass mich in Ruhe. Dass hier wirklich so gemacht wurde, dass man sich dann wirklich an dem... Ach Gott, ey. So viele Gegner. Dass man sich da wirklich an dem Fluss orientieren kann. Und so dann eben wirklich relativ genau weiß, wo denn das Gebiet eigentlich endet und wo halt das andere dann anfängt. Das ist wirklich ganz schön eigentlich. Denn, ich meine, das habe ich ja schon häufiger mal erwähnt. Sie haben ja schon darauf geachtet, dass die Gebietsgrenzen halbwegs Sinn machen, dass halt entweder bei einer Schlucht ein Gebiet aufhört oder bei einem Fluss oder irgendwie sowas. Das macht schon alles Sinn natürlich, das ist schon richtig. Aber trotzdem kann es eben immer noch ein bisschen verwirrend sein teilweise, aber hier an dem Fluss kann man sich eigentlich wirklich das gut merken, dass eben genau dort das Gebiet endet und das sollte man eigentlich wirklich immer genau wissen, wo man dann eben schon war und wo noch nicht. Das ist echt ganz schön, finde ich. So, da unten haben wir gerade den Hinox besiegt, genau, jetzt gehen wir da mal hier auf die andere Seite, hier noch zu der Hütte hin, weil hier könnte eventuell noch irgendetwas dann sein. Wir schauen mal kurz. Hier ist wieder so eine Kutsche, aber die nicht mehr so ganz funktionstüchtig scheint. Und dahin habe ich schon wieder einen Brunnen gesehen. Und immer bei einem Brunnen denke ich sofort, dass ich hier irgendwo eine Eisenkugel finden muss in der Nähe. Aber die dürfte ich ja auch sehr leicht erkennen. Sehr leicht erkennen können. Nee, die regen mich so auf. Die haben nichts anderes verdient als einen schmerzvollen Tod. Wo sind jetzt hin? Sind es die da oben gewesen? Nee, sind doch andere, oder? Nee, es waren schon die da oben. Passt schon. Nee, da sind sie auf jeden Fall. Nichts anderes als einen schmerzvollen Tod habt ihr verdient. Sorry, aber das muss sein. Okay, weg mit euch. Heieiei, gut. Genau, ich wollte mich umsehen, aber nee, ich habe hier, glaube ich, nichts gesehen, was eisenkugelmäßig aussieht. Und im Brunnen einfach so drin ist auch nichts. Nee. Lassen die mich, oder? Nee, ist irgendwie tiefer als die anderen? Der Schirm ist jetzt einsatzbereit. Ja, danke, Daruk. Nee, passt schon. Okay. Sind die jetzt weg? Bitte? Wo sind sie jetzt? Sind die immer noch da? Ich habe gerade noch ihre Schatten gesehen, aber nee, sind offenbar weg. Da hinten sind sie. Kommt jetzt wieder her, wehe. Ich hab noch einige Bombenpfeile für euch parat. Und ist mir auch nicht zu schade, die für euch herzugeben, weil ihr super nervig seid. Übrigens, das alles zählt auch noch zum Gebiet dazu. Achso, was mir jetzt übrigens gerade auffällt, dieses Ding hier, das ist mir ja schon mal aufgefallen, das sieht ja sehr interessant aus. Das ist wahrscheinlich diese Säule hier einfach. Genau. Und deswegen geht die da nämlich auch so geradförmig quasi nach oben. Und das ist dann wahrscheinlich eben diese Säule da. Ja, und jetzt sind wir so nah an Schloss Hyrule wie noch nie zuvor in diesem Spiel. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Kann ich da unten noch irgendwas finden?
Ich meine, an sich, alles da unten, dieses Ufer, das zählt auch noch zum aktuellen Gebiet dazu. Deswegen, das muss ich mir angucken, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn ich von hier oben aus nichts entdecken kann, dann werde ich da jetzt nicht extra nach unten gehen, weil das dann ein bisschen zu aufwendig ist, finde ich. Das werde ich dann eher sein lassen. Außer ich kann jetzt halt von hier oben irgendwas Auffälliges entdecken, wie ein Steinkreis oder sowas. Aber ich sehe hier nichts. Deswegen bin ich schon ein bisschen nach unten gelaufen. Deswegen, da ist anscheinend auch nichts. Das wird schon passen. Fliegende Wächter, ja, ich meine, das sind bestimmt auch tausende Wächter überall. Natürlich um Schloss Hyrule rum. Das habe ich schon erwartet. Da ist nochmal einer. Das habe ich schon erwartet. Ich kann sogar gegen den kämpfen, wenn ich will. Weil der ist nämlich hier sogar direkt an der Säule dran. Ich kann gegen den kämpfen, ja. Alter, ich habe überhaupt keinen Bock auf euch. Ihr regt mich so auf, ihr blöden Dinger. Bam. Habe ich welche getroffen? Nee, ich habe. Sorry, Wolfling. Ich habe Wolfling getroffen. Aber nicht diese dummen Flederbeißer. Ich hasse euch so sehr. Ich kann mir rechtzeitig explodieren lassen, leider. Lasst mich jetzt bitte in Ruhe. Ganz ehrlich. Bam. Warum treffe ich die eigentlich nie? Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, den Baum zu treffen. Kann es sein? Jetzt aber. Okay. So, jetzt haut bitte ab. Mann, 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 ey. Gut. Ja, wie gesagt, ich will mal wieder gegen den fliegenden Wächter kämpfen. Aber haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Und warum denn nicht? Denke ich. Sind die jetzt weg? Die Musik ist immer noch böse. Die sind aber weg. Okay. Ich nehme mal am besten kurz den. Achso, ich habe sogar noch den antiken Schild. Ja, ich hätte mal wieder ausziehen sollen eigentlich oder ablegen. Und lieber den Wächterschild benutzen, weil der antike ist ja schon wertvoller. Und den sollte ich eigentlich wirklich immer nur gegen Wächter benutzen. Aber jetzt haben wir dann gleich einen Wächterkampf. Ich will doch, glaube ich, auf die Säule raufklettern, weil ich eventuell da oben irgendwas finden kann. Wenn ich da überhaupt hochklettern kann. Aber ich meine, ich habe jetzt trotzdem, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass gleich eine Cutscene schon spielt. Weil wir halt dem Schloss schon nahe kommen. Ich meine, so schlimm wäre es jetzt auch nicht, aber wäre irgendwie auch komisch, finde ich. Weil ich will ja noch gar nicht ins Schloss. Und wenn ich mir jetzt schon so stark nähere, dass eine Cutscene gleich spielen wird, das wäre irgendwie doof. Ich hoffe es einfach mal nicht. Und dass ich hier noch unbeschwert die Säule nach oben klettern kann, wenn es überhaupt geht. Vielleicht kann ich da auch nicht klettern auf diesem Material. Ich meine, das ist dasselbe Material wie auch die Schreine und da kann ich eigentlich auch nicht klettern. Nee, kann ich nicht. Okay. Gibt es hier irgendeine andere Möglichkeit nach oben zu kommen auf die Säule? Da gibt's schon. Ich kann. Wie habe ich das gerade gemacht? Ich kann zwischendrin manchmal springen und dann hier nach oben kommen. Wie habe ich das gemacht jetzt? Oder auch nicht? Okay, die Fliegenwächter sind so blind. Das ist schlimm. Okay, es gibt einfach ein paar Orte, wo ich stehen kann. Also ich glaube, rein theoretisch ist es möglich, hier nach oben zu kommen. Aber es ist ziemlich klar, dass es nicht gewollt ist. Und dass da oben dann auch wahrscheinlich nichts ist. Außer ich komme von irgendeinem anderen Ort, vielleicht dahin, indem ich dahin fliege oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, hier auf die Säule raufzugehen. Also, oder halt zumindest aktuell noch nicht. Vielleicht doch mal irgendwann später. Aber aktuell ist es, glaube ich, nicht geplant. Ich meine, von der Spitze von Schloss Hyrule kann ich dahin fliegen. Aber von hier aus komme ich da offenbar nicht hoch. Deswegen wir lassen es dann. Aber ich will trotzdem gegen den Wächter kämpfen. Das will ich gerne machen. Also ich werde ihn dann gleich anlocken, indem ich einfach einen Pfeil auf ihn ballere. Und dann eben versuchen, seine Laserstrahlen zurückzuschießen. Ist doch der da unten, oder? Ich meine, der geht ja immer dieselbe Route entlang. Er dürfte also gleich wieder hier um die Säule einmal herumcruisen. Er kommt schon näher und dann kann ich ihn abballern und dann gegen ihn kämpfen. So, ich muss aber dann gleich auch treffen, halbwegs. Okay, mach mal hier so, zack. Ja, sehr gut. Der ist ein bisschen höher, als ich denke. Und auch gleich zerbrochen. Kannst du mich bitte sehen? Okay, er sieht mich auch so. Sehr gut. Wie sieht man bitte an? Ich darf nicht. Du gehst auf Wolfling? Nein! Lass doch Wolfling in Ruhe, spinnst du? Geh weg, Wolfling. Ja, aber du darfst mich schon noch sehen. Okay, jetzt geht er auf mich. Sehr gut. Aber er ist ein bisschen sehr weit oben. Ich kann ihn nicht anvisieren wieder. Mann, ey. Das läuft ja schon wieder super, oder? Mann, ey, der ist zu weit oben. Ich kann nicht anvisieren. Ich muss mal am besten hier kurz oben, hier oben drauf gehen. Dann habe ich ein bisschen bessere Chancen. So. Kannst du mich bitte. Ja, ich habe keinen Bogen mehr. Bemerke mich mal. Ich will den Bogen ausrüsten. Nimm mal kurz den antiken Bogen, dass ich ihn treffe. So, bemerke mich jetzt. Bemerke mich halt jetzt. Danke. So, anvisieren? Warum darf ich nicht anvisieren? Ich hasse das. Dann halt nicht. So, zack. Aber er ist wieder ein bisschen ausgewichen, weswegen ich wieder nichts an Auge treffen konnte. Och Mann, das ist nervig. Ja, vielleicht habe ich doch keinen Bock, gegen den zu kämpfen, ehrlich gesagt. Weil das ist nämlich ein sehr, sehr ungünstiger Kampfschauplatz hier. Wie ich finde. So. Ah, jetzt kann ich ihn aber anvisieren. Sehr, okay, jetzt doch optimal. Nein, warum? Ich hatte ihn gerade anvisiert und jetzt habe ich das Anvisierungsding wieder verloren. Warum das denn? Was soll denn das? Treffe ich ihn überhaupt von hier aus? Er ist zu weit weg. Okay, nee, wir lassen es. Ich habe keinen Bock auf den. Der ist viel zu. Oder will er doch? Irgendwie dreht er immer noch ein bisschen durch. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock, weil der ist viel zu nervig, der Typ. Dann lassen wir es. Okay, nimm auch einen anderen Bogen wieder. Nimm mal wieder hier dann
was nehme ich denn jetzt standardmäßig? Wieder einen Königsbogen, aber ich habe so viele Chimärenbögen. Schlimm. Ich soll mal vielleicht ein paar von denen benutzen. Ich nehme einfach den hier. Standardmäßig. Oder ich sollte vielleicht zuerst den benutzen, der eh fast kaputt ist. Ich nehme mal erst den hier und dann noch irgendwann die anderen danach. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder etwas fernab des Weges gekommen. Weil eigentlich wollte ich ja auf die Ulmo-Anhöhe zuerst oben drauf gehen. Aber dann wollte ich eben doch zuerst zur Säule hin und gegen den Wächter kämpfen. Aber wie gesagt, das ist viel zu nervig, weil ich da echt eine ganz, ganz blöde Position nur habe von da aus. Und weil er immer zu weit weg ist oder zu weit oben und ich ihn dann nie wirklich anvisieren kann und auch nie so gut treffen kann. Deswegen, das lassen wir dann erstmal und werden dann den später mal bekämpfen, wenn wir halt dann wirklich zu Schloss Halbe gehen oder sowas. Keine Ahnung, mal schauen. Aber erstmal schauen wir uns noch hier um, was wir sonst noch finden können. Du gehst erstmal wieder auf Jagd. Ja, kannst du machen. Soll mir recht sein. Aber ich will mich erstmal jetzt am besten auf die Spitze der Ulmo-Anhöhe vielleicht begeben. Und dann von dort aus gucken, was ich. Jetzt lass mich doch alle in Ruhe, die blöden Wölfe, hey. Und dann gucken, was ich von dort aus alles entdecken kann. Das will ich, glaube ich, erstmal so machen. Also, stimmt, ich habe meinen eigenen Wolf dabei. Und der wird sich sehr schön, der wird sich um die anderen Wölfe kümmern können. Muss ich mich da nicht mit denen herumschlagen? Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ja, vielen Dank, Mifa. Ach stimmt, was mir auffällt. Ich wollte ja mit dem. Ich nehme mal wieder das Masterschwert, weil es ist ja wieder bereit. Genau. Ich wollte mit dem Masterschwert eigentlich was ausprobieren. Und ich mache es jetzt mal schnell. Und zwar, wir haben ja aktuell wieder keine vollen Herzen. Ich werde jetzt mal trotzdem kurz heilen, dass ich volle Herzen habe. Und zwar mal hier einfach so. Okay. So, wenn ich jetzt versuche, das Masterschwert zu werfen, dann dürfte eigentlich etwas passieren. Genau. Yeah! Denn wir haben Schwertstrahlen tatsächlich. Wie das ja in vielen Zelda-Spielen, vor allem in 2D-Zelda-Spielen üblich ist, dass wenn man volle Herzen hat, dass man dann so einen Schwertstrahl rausballern kann. Und das geht hier in diesem Spiel tatsächlich auch. Also ich habe jetzt hier jederzeit eine Fernattacke. Verbraucht es denn eigentlich ein bisschen was vom Masterschwert? Also geht es langsam kaputt, wenn ich das hier mache? Keine Ahnung, ich muss mal testen, ne? Ob das da wirklich ein bisschen verbraucht wird dadurch oder nicht. Und hier ist auf jeden Fall ein Croc ganz auf der Spitze. Wo sind sie denn? Na? Hä, bin ich blind? Es müssten doch irgendwo Zielscheiben erschienen sein, oder nicht? Hä, was ist da unten? Nee. Was ist da unten? Was ist das für ein Zeug? Achso, okay, das ist einfach nur. Okay, weil Wolfling gerade einen Octorok platt gemacht hat. Hä, wo sind denn hier Zielscheiben? Ich bin total blind. Kann das sein? Hä? Es müssen doch irgendwo Zielscheiben sein. Ich check's nicht. Nee, ich bin zu blind. What? Muss ich mich auf den Stamm raufstellen oder dann tauchen die auf? Achso, erst jetzt tauchen sie auf, oder wie? Achso, nochmal, ey. Ich dachte, daneben würde schon reichen. Na gut. So, mit dem Chimärenbogen habe ich ja sogar dreifache Chance zu treffen, also es dürfte machbar sein. Hä, was? Was gehst denn du. Was? Was gehst denn du für eine Route entlang? Ah, ne, es sind doch mehr. Was gehst du für eine Route entlang eigentlich? Keine Ahnung. Bam. Ja, und exzellent darüber geschossen. Sehr gut. Ich dachte, das würde jetzt dann gleich ein bisschen höher gehen, aber offenbar nicht. nimm mal den hier, der auch länger durchhält. So, danke. Eigentlich gar nicht schwierig. Ja, die gehen nämlich schon so spiralförmig nach oben. Und nochmal irgendwo. Hier. Okay. Und zack. Ja, das war zu tief. Moment. Und zack. Ja, das, Mann, die täuschen aber auch irgendwie an. Man meint immer, dass sie ein bisschen tiefer oder höher gehen, aber machen sie dann doch nicht. Okay. Puh, das war jetzt auch schwierig irgendwie, obwohl es eigentlich gar nicht schwierig war. Okay, der nächste Croc auf jeden Fall. Ich freue mich. So. Jetzt lass mal kurz gucken. Ich will am besten mal kurz hier so ein bisschen in diese Richtung gehen, weil das habe ich, glaube ich, diese Baumgruppe habe ich auch noch nicht wirklich gesehen. Und ich meine, das wirkt zwar jetzt wieder einmal sehr, sehr übervorsichtig und übergründlich, aber wir haben ja schon gesehen, dass bei diesen ganzen Baumgruppen, dass da wirklich überall irgendwo etwas sein könnte. Und deswegen will ich mir das ganz gerne angucken. Der eine Tannenbaum ist auch viel, viel größer als die, oder Nadelbaum ist viel, viel größer als die anderen. Deswegen, ich muss mal kurz auf den nach oben klettern. Da ist wahrscheinlich eh nichts, aber trotzdem. Wir schauen mal kurz. Nein, aber schöne Aussicht da mal hin. Okay, dann wieder zurück nach unten. Ja, kannst loslassen. Okay. Okay, aber hier scheint ansonsten auch nichts zu sein. Wie gesagt, wenn ich jetzt in diese Richtung laufe, diese Baumgruppen da vorne habe ich mir, glaube ich, auch noch nicht angesehen. Und wie gesagt, bei den allermeisten Baumgruppen hier, ich zeig's mal kurz, bei den allermeisten haben wir irgendwo einen Croc gefunden hier. Und deswegen, eventuell wird ja der Trend auch hier auf der Ulmo-Anhöhe oder in der Nähe davon fortgesetzt. Deswegen müssen wir uns das alles jetzt fast angucken, um hier wirklich Gewissheit zu haben, dass wir auch definitiv alles hier an diesem Ort gesehen haben. Ich meine, ich werde natürlich trotzdem wieder tausende Crocs verpasst haben, das ist mir schon klar. Aber ich will zumindest halt ein paar von denen mitnehmen, so irgendwie. Und deswegen will ich hier jetzt eben auch kurz vorbeigucken und schauen, was wir hier so entdecken können.
Hier auf der anderen Seite ist dann ein Fluss oder sowas. Nämlich der. Ach, hier ist dann der Aquarofluss. Okay, genau. Weil da hinten ja nämlich dann eben der Wald von Hyrule ist. Ja, alles klar. Und genau, da hinten war dann auch schon die Makoro-Insel. Die wir uns ja auch schon angesehen haben. Wo ich aber immer noch nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich genau war und ob da irgendwas war. Das weiß ich immer noch nicht genau. Vielleicht habt ihr mir schon in die Kommentare geschrieben. Ist der Part schon hochgeladen worden, wo wir die Makoro-Insel erkundet haben? Lass mal kurz überlegen. Doch, eigentlich schon. Da hat aber, glaube ich, keiner von euch was darüber erwähnt. Deswegen ist da offenbar einfach gar nichts zu finden. Oder so. Keine Ahnung. Naja. Was soll's. Jetzt will ich noch kurz hier nach oben gehen. Und ich sehe nämlich auf der Karte schon wieder da vorne die nächste Baumgruppe. Nämlich die hier. Ja. Ja, insgesamt 4 Bäume hier, die nebeneinander stehen. Aber auch hier ist außer einer Eichel und noch eine Eichel und ein Wildschwein. Ansonsten nichts Besonderes. Okay. Dann dürften wir eigentlich auf der Seite soweit jetzt dann alles gesehen haben. Ganz gut. Obwohl ich glaube ich bei diesen, bei diesem war ich ja auch gerade eben, das passt schon. Okay, wir können wieder zurück nach oben gehen und dann von der Spitze aus uns auf die andere Seite, also östlich der Ulmer Anhöhe, dann dorthin begeben. Denn da will ich ja eh noch hin, denn uns fehlt ja gar nicht mehr von diesem gesamten Gebiet hier fehlt ja echt nicht mehr viel. Wir müssen halt noch hier den Osten entlang gehen, noch vor allem auf den Rauru oder auf die Rauru-Hügelkette und dort noch nach oben und das uns noch ein bisschen angucken. Und danach sind wir eigentlich im Prinzip schon fertig und können dann weitermachen im Nordwesten beim nächsten Gebiet. Weißt du, wie eine neue Libelle da gerade? Irgendwie schon, ne? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es hier manchmal neue Libellenarten gibt, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin immer nur zu blöd, aber die zu entdecken. Ich muss mal da aufpassen, dass ich mir die vielleicht häufiger schnappe und da etwas schneller reagieren kann. Das wäre ganz cool. Naja. Werde ich schon mal hinkriegen, hoffe ich mal. So. Jetzt will ich auf jeden Fall hier so in diese Richtung entlang. Ich meine, das da unten haben wir ja schon gesehen, weil da unten war ja die Säule. Und das haben wir uns eben schon angesehen. Deswegen kann ich jetzt dann versuchen, ein bisschen höher zu bleiben. Und hier jetzt dann nach Osten zu gehen. Das da hinten sieht noch ein bisschen auffällig aus, weil dort nämlich die Bäume alle kaputt sind. Und da könnte eventuell irgendwas sein. Ja, die Octoroks nerven wieder mich zu Tode. Ja, das sieht sehr, sehr auffällig aus. Diesmal kein Steinkreis, sondern ein Baumkreis. In der Mitte ein Stein oder ein Felsen. Und natürlich ist dort ein Croc darunter. Yay! Okay, sehr gut. Wie gesagt, Leute, alles immer angucken, weil dann werdet ihr auch hier fündig werden und schon relativ viele Crocs hier wirklich mitnehmen können. Jetzt haben wir ja auch schon wieder 19 Stück, also ich könnte schon wieder dann ein bisschen was upgraden, wenn ich wieder bei Makoros mal bin. Und das Schöne ist ja, dass wir uns jetzt jederzeit ganz in die Nähe von Makoros hinwarten können, bei dem Schrein da direkt in der Nähe vom Schwertsockel auch. Und dementsprechend dürften wir da keine Probleme mehr haben und uns in Zukunft dann immer häufiger auch unsere Taschen eben upgraden können. Und das ist echt ziemlich cool, wie ich finde. So. Genau, jetzt will ich eben hier so am Makoro-Fluss so ein bisschen halt entlanglaufen und währenddessen noch mir alles mögliche angucken. Vor allem dann, wie gesagt, auch die Rauru-Hügelkette, weil dort können wir bestimmt auch noch die ein oder andere Sache dann entdecken. Und wie gesagt, dann können wir vielleicht sogar schon im nächsten oder dann eigentlich spätestens im übernächsten Part, weil vielleicht gibt es im nächsten Part doch noch viel zu tun, weil da eventuell auf dem Weg noch 1000 Zwischenbosse liegen und auch noch anderes Zeug, das kann ja sein, weiß nicht genau. Aber ansonsten im nächsten oder halt spätestens im übernächsten Part dürften wir eigentlich schon wieder das nächste neue Gebiet betreten. Und zwar eben, wie gesagt, das im Nordwesten, dann eben wahrscheinlich bei den Orni, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Aber da war ja auch in der Nähe der Titan, wenn es denn der nächste Titan ist, dieses fliegende Ding da. Können wir das gerade wieder sehen, eigentlich? Nee, ich kann's. Ist da hinten irgendwo? Ich meine, hier irgendwo müsste es ja sein. Nee, ich kann's nicht sehen. Das dreht wahrscheinlich da auch wieder immer so seine Runden oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das dürfte eben das Gebiet der Orni dann sein, da oben. Und mal gucken, was wir dann dort eben so alles erleben werden. Aber wie gesagt, wir werden uns dann schon relativ bald dahin aufmachen. Würde dann, glaube ich, auch ganz cool werden. Aber erstmal jetzt noch diesen Weg hier entlang. Ja, eigentlich wäre es wieder am klügsten, muss ich natürlich zugeben, wenn ich da oben eher entlang laufe und dann von oben immer nach unten gucke und schaue, was ich dann auf dem Weg nach unten da so alles finden kann und dass ich halt nur dann überhaupt auch nach unten gehe, wenn ich da irgendwas Auffälliges entdecke. Das wäre eigentlich wieder das Beste, was ich da machen kann, weil das ist halt immer gut, wenn man sich von einer erhöhten Position eben umsieht und dann eben guckt, ob da irgendwas zu finden ist. Deswegen mache ich das auch so. Lass mich in Ruhe. Deswegen mache ich das auch so, dass ich jetzt von hier oben aus schauen werde, ob ich hier irgendwas finden kann und ich werde auch immer so nach unten spitzeln und gucken, ob da irgendwas ist. Und wenn ja, gehe ich halt dahin und wenn nicht, dann eben nicht. Das kennen wir ja schon. So, kann ich auf der Klippe irgendwas finden? Ich denke mal nicht. Nein. Ich meine, hier im Buffer muss ich auch mal ein bisschen schauen, dass ich da alles mitnehme, weil da könnte ja auch noch irgendwo etwas sein eventuell. So, und jetzt eben immer hier schon nach unten gucken. Hier ganz in der Nähe, wie gesagt, von Schloss Hyrule schon. Es ist schon so zum Greifen nah, aber trotzdem wollen wir es, wie gesagt, erstmal sein lassen. Das hat ein Gewitter übrigens, das ist natürlich schlecht. Ah ja, okay, wieder mal. Okay, Master Schwert ist auch metallisch, macht Sinn. Dann nehmen wir hier
Am besten irgendwas Wächtermäßiges. Hier Wächterschwert. Hier Wächterschild. Ja gut, Bogenauswahl ist jetzt schlecht, ne? Ja, den Antiken halt, der geht dann noch. Okay, und dürfte passen, ne? Ich glaube schon. Okay. So. Ja, der Nebel, der jetzt durch das Gewitter auch kam, ist auch wieder mal sehr, sehr ungünstig, weil ich ja eigentlich euch meine Taktik gerade erläutert habe. Und die klappt aber jetzt nicht mehr so gut. Weil meine Taktik beruhte ja darauf, dass ich immer nach unten gucke und dann beim nach unten schauen hoffentlich alles entdecken kann, alles Auffällige. Aber es klappt jetzt nicht mehr so gut, weil ich gar nicht mehr so weit nach unten sehen kann wegen dem Nebel. Das ist natürlich dann, wie gesagt, doof. Ja, ich werde dann jetzt auch wirklich selber da ein bisschen nach unten laufen müssen immer. Und mich auch selber umgucken müssen. Ob ich. Wow. Oh mein Gott, ob ich irgendwas finden kann, das war jetzt sehr, sehr knapp. Ich frage mich ja, ob es wirklich so ist, dass der Blitz eben trotzdem bei mir einschlagen kann, obwohl ich. Hilfe. Obwohl ich gerade keine metallischen Waffen habe. Vor allem, wenn ich in einer erhöhten Position bin. Ich meine, wenn ich so durch die Gegend fliege, bei einem Gewitter, das ist eigentlich etwas, was man nicht machen sollte. Weil Blitze schlagen ja nicht umsonst häufig in Bäumen oder sowas ein, halt an irgendwelchen hohen Positionen. Und. Aber Wolfgang ist abgehauen, echt jetzt? Wurde der vom Blitz getroffen oder wie? Gerade? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn man halt an einer erhöhten Position ist während einem Gewitter, ist es wahrscheinlich keine so ganz gute Idee. Und dementsprechend, wenn da links so durch die Gegend fliegt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so toll. Deswegen, da frage ich mich dann wirklich, ob mal der Blitz auch bei ihm eben einschlagen kann, obwohl er gerade keine metallischen Waffen trägt. Das wäre echt irgendwie auch ziemlich doof, natürlich für ihn, aber auch ganz witzig, fast schon. Aber naja. Okay. Da vorne ist noch so eine Art Schlucht, wo wir hindurchgehen können. Das sieht auch ganz interessant aus. Lass mal kurz das auschecken. Und da vorne wurde gerade wieder ein Baum umgenietet. Ja, genau, wie gesagt, da schlagen Blitze gerne mal ein. Hier ist nämlich so ein Gang irgendwie, aber ansonsten ist hier offenbar nichts. Okay. Ja, aber irgendwie nervt mich das Gewitter jetzt auch. Gar nicht unbedingt wegen dem Gewitter selbst und auch nicht wegen dem Regen, sondern eher halt wegen dem Nebel. Der stört mich wirklich ze oder der stört mich wirklich sehr hier. Es wäre mir am liebsten, wenn der wieder weggehen könnte, der Nebel. Weil ich halt so echt gar nichts sehen kann. Okay, ich habe auch gleich ein Holzbündel. Vielen Dank, Blitz. Sehr freundlich, ein Crockfire kam da auch noch raus, aber. Ne, lassen wir. Okay. Ja, ich will am besten aber jetzt trotzdem wieder ein bisschen mehr an Höhe gewinnen. Warte mal, was war da gerade für eine Pflanze? An den Schwertling war hier. Okay, gut. Ja, das ist echt ganz cool, wie gesagt, dass wir jetzt hier in diesem Gebiet wirklich so, so viele verschiedene Pilzarten haben mitnehmen können. Und auch viel anderes Gewächszeug. Das ist wirklich ganz schön. Weil ich mir dann wirklich wieder einige tolle Tränke auch brauen kann, um wieder meinen Angriff oder meine Verteidigung oder sonst irgendwas zu erhöhen. Das ist echt ziemlich cool, würde ich sagen. So. Ja, leider habe ich mir jetzt auch hier nicht so hundertprozentig gründlich umgesehen, finde ich. Weil auch das Gewitter mir da eben, wie gesagt, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Weil ich mich dadurch eben nicht so gründlich umsehen konnte, wie ich es eigentlich wollte. Aber wird schon passen, ne? Ich glaube, ich habe da jetzt wieder auf dem Weg hier so ein bisschen was verpasst. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. So, kann ich hier irgendwas entdecken? Ja, auch nicht. Ich gehe mal wieder ein bisschen tiefer. Und wieder ein bisschen mehr. Wow. Hui, vielen Dank. Und wieder ein bisschen mehr in Richtung des Ufers. Aber ich glaube, hier unten dürfte auch nicht arg viel sein. Das dürfte ich auch von hier aus jetzt schon erkennen können. Wenn hier unten irgendetwas Auffälliges am Ufer wäre. Leider habe ich halt wirklich überhaupt keine tolle Weitsicht durch den Nebel, aber trotzdem. Das kann man trotzdem halbwegs gut zumindest erkennen. Und da ist eine Brücke und die führt dann hier in das Gebiet, in die Nähe von Schloss Hyrule halt wieder. Und hier ist auch gleich ein Wächter, da hinten. Will ich mal gegen den kämpfen einfach so? Hier ist die Helmet-Brücke. Ich kämpfe einfach so gegen den. Auch wenn der eigentlich wieder außerhalb liegt, aber ich habe jetzt gerade wieder Bock, den Wächter wirklich zu killen. Nachdem wir den Fliegenden nicht besiegen konnten, will ich jetzt zumindest den hier platt machen. Und das dürfte ich ja jetzt schaffen. So, wir nehmen den Antiken. So. Shit, das war schlecht, war zu spät. Ich bin relativ nah dran. Ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Genau. Aber bei den fliegenden Wächtern war ich halt eher weiter weg. Und auch bei den Wächtern im vergessenen Tempel war ich weiter weg. Und hier bin ich wieder näher dran. Deswegen muss ich schon ein bisschen früher machen, als ich denke. Aber wenn sich wieder dran gewöhnt hat, an das Timing, dann geht's. Okay. So, und ein bisschen Zeug. Yay, vielen Dank. Okay, hauen wir aber gleich wieder ab und gehen hier weg. Und apropos weg, das Gewitter ist auch weg. Schöne Überleitung. Und wir können wieder alles Mögliche sehen. Das ist mir auf jeden Fall auch sehr, sehr recht so. Und es wäre eigentlich echt ganz cool, wenn ich noch hier bei der Rauru-Hügelkette noch zumindest irgendwas finden könnte. Weil da haben wir bisher jetzt noch nicht wirklich viel mitgenommen, muss man leider zugeben. Also hier bei dem ganzen Weg habe ich keinen einzigen Croc gefunden. Ne? Das kann eigentlich gar nicht sein. Also irgendwo hier war hundertprozentig einer. Den habe ich ja nicht gesehen. Wegen dem Gewitter auch. Leider.
Aber da würde ich eigentlich fast alles wetten, dass da irgendwo zumindest eine oder sogar mehrere waren. Weil es war jetzt wirklich ein ziemlich weiter Weg, den ich hier entlang gelaufen bin, ohne irgendwas. Ich meine, da war ja auch kein Zwischenboss oder sowas. Ich meine, wenn da wenigstens ein Zwischenboss gewesen wäre, dann wäre es noch vielleicht, okay, wäre es vielleicht noch vertretbar gewesen, dass sie halt dann da keinen Croc hinpacken oder so. Aber es war da ja auch kein Zwischenboss oder sowas. Deswegen ist das schon sehr komisch und das glaube ich eher weniger. Hier ist noch so ein kleiner Fluss. Aber, oder nicht Fluss See wohl eher, aber den haben wir schon mal erkundet, weil jetzt sind wir nämlich wieder zurück dann wie hieß er nochmal? An diesem Manöverplatz, genau. Und den haben wir uns ja schon mal angesehen. Deswegen auch den Fluss, oder warum sag ich mal Fluss, auch den See haben wir uns schon mal angesehen. Und dementsprechend waren wir hier jetzt wirklich schon. Okay, ich gehe mal trotzdem jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Und werde mir noch hier die obere Seite von der Rauru-Hügelkette ansehen. Sehr gut, und gucken, ob ich noch da irgendwas entdecken kann. Hier ist wieder ein Baum mit sehr, sehr vielen Äpfeln. Finde ich hier drei Bäume in einer Reihe? Nicht wirklich, ne? Ne, dann ist hier wahrscheinlich auch nichts, außer Maxi-Edeltrüffel ist hier. Okay. Das nehme ich gerne mit, das ist ziemlich cool. Vielen Dank. Hier oben ist die jetzt, ne? Genau. Also ich meine, im Prinzip vor allem das hier, vor allem dieses Ding hier. Das kann man als raue Hügelkette bezeichnen. Eigentlich ist das ganze Ding hier, kann man als raue Hügelkette so ein bisschen bezeichnen, aber vor allem das hier offenbar. Das ist so das Zentrum von der raue Hügelkette, wie es scheint. Und dort oben auf der Spitze, da kann ich doch bestimmt einen Croc noch finden, oder? Das wäre ja schon irgendwie jetzt erbärmlich, wenn ich auch dort oben keinen Croc mehr mitnehmen könnte. Aber doch, da ist bestimmt einer. Oder ein Zwischenboss oder irgendwas zumindest. Aber irgendwas muss hier oben eigentlich sein. Da würde ich eigentlich auch wieder mal vieles verwetten dafür. dass hier jetzt noch zumindest irgendwas zu finden ist, nachdem wir jetzt wirklich überhaupt gar nichts mehr hier bei diesem langen Weg mitnehmen haben können. Oder, war der deutsche Satz jetzt gerade korrekt? Mitnehmen haben können? Keine Ahnung, egal. ich will übrigens wieder kurz Master Schwert nehmen. Weil das ist cooler, vor allem auch deswegen. Bam. Muss ich wirklich jetzt auch häufiger in Kämpfen benutzen. Ich glaube, für die Jagd ist es ja auch wunderbar, oder? Ich kann einfach sowas machen. Ich muss halt keine Pfeile mehr verschwenden und kann einfach so dann hier Gegner töten. Das ist halt ziemlich cool. So, da unten sind Bockblins, aber ich habe keinen Bock auf euch, deswegen ich lasse euch in Ruhe. Und ihr lasst hoffentlich mich in Ruhe. Ja, ne, aber auch hier oben ist jetzt irgendwie wenig. Wenig bis gar nichts. Oder ich habe halt wirklich hier alles verpasst. Ja, aber hier ist offenbar nichts mehr. Ah, na shit. Okay, ich muss noch ein bisschen zielen lernen. Moment. Bam! Das war schon cool. Ich muss mal testen, wie viel Schaden das macht. Ob es auch 30 macht oder mehr oder weniger. Wahrscheinlich weniger. Würde ich mal schätzen. Das ist aber schon ziemlich cool, ne? Weil ich kann es ja wirklich unendlich oft machen. Ich muss eben auch noch testen, ob das dann auch dazu führt, dass das Schwert irgendwann kaputt gehen wird oder ob das ich oder ob ich unendlich oft da Strahlen rausschießen kann. Ich kann sogar Bäume damit zerschlitzen, ne? Oder? Ne, kann ich nicht ganz. Warte, brauche ich mehr Schläge? Moment. Ne, geht offenbar doch nicht. Okay. Also Bäume kann ich nicht zerschlagen damit. Aber trotzdem, ich finde, das ist ziemlich cool, hier so einen Schwertstrahl zu haben. Das gefällt mir auf jeden Fall. Vor allem Gras kann man damit super leicht zersäbeln, wie wir hier sehen können. Das ist super cool. Und was vor allem auch cool ist, weil ich es gerade gesehen habe, der Schwertstrahl, der läuft auch so ein bisschen auf dem Boden entlang, oder? Oder täuscht er das gerade? Ja, vielleicht täuscht er das auch, aber es wirkte so, als würde der so ein bisschen. Ja, doch ein bisschen aber schon, oder? Als würde er so ein bisschen auf dem Boden entlang laufen und würde sich Höhenunterschieden zumindest ein bisschen anpassen. Also, ich meine, wenn es halt nach unten geht, dann geht auch der Schwertstrahl ein bisschen nach unten. Und wenn es nach oben geht, geht auch der Schwertstrahl ein bisschen nach oben. Versteht ihr? Ist das so? Ja, oder vielleicht hat's auch, vielleicht doch nicht. Vielleicht hat es auch getäuscht. Vielleicht geht er doch einfach geradeaus nach vorne. Das kann auch sein. Ja, vielleicht ist es doch so. Keine Ahnung. Naja. Aber wir können damit, wie gesagt, sehr leicht auf Jagd gehen. Und uns ganz viel Fleisch holen. Das ist doch ziemlich cool auf jeden Fall. Aber okay. Dann will ich auf jeden Fall erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda. Was willst du? Bam. Von okay, er überlebt aber sogar einen Schlag. Diesmal. Aber jetzt noch nicht. Ich glaube, einen Schlag mit dem Master Schwert überleben die ja nicht, ne? Das heißt, ein Schwertstrahl macht wirklich weniger Schaden als ein normaler Schlag, wie es scheint. Aber okay. Also ich würde eben sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal wird es dann noch ein bisschen hier in dem Gebiet weitergehen. Aber eigentlich haben wir da jetzt, wie gesagt, schon soweit alles ganz gut gesehen. Auch wenn ich jetzt eben hier auf dem Weg entlang wirklich gar nichts gefunden habe, finde ich immer noch irgendwie doof und unwahrscheinlich. Also irgendwas war da bestimmt. Keine Ahnung. Aber ansonsten haben wir eben dann, glaube ich, hier alles ganz gut uns angesehen. Und ich möchte beim nächsten Mal noch nicht direkt ins nächste Gebiet gehen. Wir können schon mal den Turm übrigens markieren. Ist es der hier? Muss er eigentlich sein. Ja, okay, und das ist ganz nett. Der ist sogar wirklich hier direkt am Anfang. Ich dachte, der wäre jetzt vielleicht hier ganz links oben oder so. Aber nee, der ist direkt hier, das ist ganz schön. Und dann werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal auf den Weg machen zum Turm hin. Ich möchte aber trotzdem auch noch so ein ganz, ganz kleines bisschen was hier noch machen, ist mir noch aufgefallen, denn ich will ja auch noch,
glaube ich, hier diesen Weg entlang gehen, weil hier sind auch noch ein paar Bäume. Und diesen unteren Weg hier, unterhalb der Dolbran-Ruinen, bin ich noch nie entlang gegangen, bin ich mir relativ sicher. Und das will ich noch kurz machen, das dauert auch nicht lange. Und ansonsten können wir aber dann eigentlich schon uns hierhin aufmachen. Und dann eben im nächsten Gebiet gleich den Turm aktivieren. Warum denn nicht? Wird, glaube ich, dann ganz cool werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.